Ich habe das erste Video von InScope. Reiner. Folgende Sendung. Guten Morgen, guten Mittag oder auch halt dein Maul. Halt dein Maul. Ja, direkt guter Start. Intro beginnt direkt wild, wie man es von ihm kennt. Let's go. Es ist eine sehr, sehr lange Zeit her, dass wir uns das letzte Mal auf diesem Kanal gesehen haben. Und das ist auch besser so. Ja, besser ist. Besser. Alle Clips, die ihr seht, werdet ihr wahrscheinlich sowieso schon mal gesehen haben. Und zwar bei Gieriger Hugo. If you like King of Colada. Könnten sie vielleicht gegen die Schweiz spielen, Digga? Ah, uff, der Bruder mit einem extrem interessanten Video auf seinem Handy. Man kennt ihn. Das war ein Snap. Von wem kriegst du solche Snaps? Von wem kriegst du solche Snaps? Zum Beispiel von... Hier sind einfach... Uff. Nur noch perfekt. Ich frage mich immer wieder aufs Neue. Warum habe ich überhaupt noch Kontakt zu diesem... Nein! Oh Gott, nein! Oh Mann! Also Revi muss man auch wirklich nicht ernst nehmen. Ohne Scheiß. Ich bin... Das klingt jetzt richtig abgefuckt, aber ich bin gefühlt dauergeil. Also... Ich bin gefühlt dauergeil. Ja, dann slide man mal die Dams. In der U-Bahn hat sie auch Bock. Sie rufen, wie ich gesagt habe. Nö, kein Bock. Ich bin sofort wieder da. Ja, in dem Fall. Perfekt. Gut, machen wir weiter. Und er merkt das gerade. Also wirklich, mag seine Lache, okay? Manchmal, man chillt mit ihm auf dem Balkon draußen und erzählt eine Geschichte und du denkst, es ist übertrieben witzig. Marc sitzt einfach so dran. Aus dem Nichts kommt eine Story. Da denkst du dir so, ja, es ist nichts Besonderes. Und Marc sitzt in seinem Stuhl. Wo ist mein scheiß Geld? Ja, die Frauen, ja, die bei mir in der Öffentlichkeit zu sehen sind, das sind Geschäftsbeziehungen. Mit diesen Frauen habe ich nichts. Mm. Das ist einfach. Aber Marc weiß Bescheid. Ihr als Werkzeugmechaniker, geht doch auch nicht her und bummst euren Kollegen. Irgendwie macht der Vergleich nicht so wirklich Sinn. Ja, merkst selber, oder? Egal, es ist auf jeden Fall nicht so, wie es aussieht. Und der Nico ist auf jeden Fall ein richtig guter Gastgeber. Uff. Und alles, was wir da so gemacht haben oder getrieben haben, hat auf jeden Fall auch richtig viel Spaß gemacht. Wir haben zum Beispiel Tee getrunken, einen Film richtig reingezogen und es wäre auch so ein Comedy-Film gewesen. Der war lustig. Einzig, klar. Was ich kann, ist fucking. Warum? Warum? Warum feiere ich das sogar, Mann? Champagner mit mir? Ich trinke Champagner. Hat Batman dich gerufen? Flasche auf. Ja, er hat mich gerufen, er hat mir erzählt, wie toll du bist. Daddy's Little Monster. Digga, was ist denn mit der Frisur passiert? Um Gottes Willen. Also, geht doch. Was Ron da schon wieder im Live? Also, Ron, das schiebt er so anders bei dir. Gar nicht ganz falsch gewesen, gerade wie ich es betont habe. Aber ja, ich habe es falsch gewesen. Würde ich in Zukunft vielleicht sogar öfter so machen. Schiebt aber auf. Heutzutage ist es wichtig, dass... Nico, lass es. Komm, lass es. Paare zusammen einfach sich um alles kümmern, ob es das Kind ist, ob es das Haus ist oder... Ja, nein, ja, weiß ich doch nicht. Welches Paar macht denn so eine Scheiße? Ja, perfekt. Aber überlegt euch mal, ihr werdet einfach abgezogen. Da muss man ja schon ziemlich blöd sein. Schwierig. Now subtly sniff your finger. Eye contact. Now lick your teeth and snap. Das soll das Video gewesen. Was? Was war das für ein Clip? Gewesen sein. Wenn euch dieses scheiß Video nicht gefallen hat, dann schaltet den Daumen jetzt im linken oberen Ohr durch. Und falls ihr den Channel nicht abonniert habt, dann verpasst ihr. Oh Mann, das war einer meiner besten Outros, die ich jemals gedreht habe. Perfekt. Oh, oh. Perfekt. Perfekt. Ja, geil. Video war wirklich chillig. Like auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Reaction auf InScope's Channel immer sehr, sehr geil. Ich feiere die Videos wirklich. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal.